Und da sind wir wieder zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Und wir stehen immer noch auf dem Dach. Wunderbar, er hat sich das gemerkt. Rune des Schattens. Wir haben immer noch Runen, die wir nicht ausgerüstet haben, glaube ich. So, und eine Sache, die ich gerne machen würde. Wenn wir schon keinen eigenen Stall haben, können wir unser Pferd auch wechseln bei einem anderen Stall? Das ist die Frage. Das müsste ich mal austesten. Und vor allen Dingen muss ich gucken, wo waren wir denn gerade? Inventar. Was hatten wir denn an Quests aktuell? Ein neues Zuhause. Lalala. Eine kurze Geschichte der Verborgenen. Ach. Ich wollte, glaube ich, auch nochmal zurückgehen, ne? Ich wollte, glaube ich, nochmal zurückgehen zu... Können wir hier nicht abgeschlossene Quest, ein neues Zuhause, Siedlungsstufe 3, wir haben 2 haben wir erreicht. Finde und töte Mitglieder des Ordens, die dauern ja Ewigkeiten. Falscherei wäre jetzt aktuell die Quest. Aber wir hatten noch eine in den alten Landen, in Norwegen. Da würde ich gerne vielleicht nochmal schnell hin. Vielleicht nochmal schnell nach Norwegen. So. Wo war denn die Weltkarte hier? Atlas. Wir fahren noch mal ganz kurz nach Norwegen. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und da ist echt schön. Und ich liebe die Schneelandschaft von Norwegen. Da können wir ruhig mal hin. Und ich müsste langsam mal gucken, wie wir auf den männlichen Mann wechseln. Dass wir einfach mal das Geschlecht zwischendurch wechseln. Weil wir bis jetzt nur als Frau... Ich sag gerade, wie wir das Geschlecht wechseln. Auf einmal schlägt das Fenster hier zu. Oh, oh, oh. Gott, gefällt das nicht. Wir müssen ab jetzt immer Frau spielen. Okay, gut. Wir sind zurück in Norwegen. Ich find's geil, dass es geht. Und dann gucken wir mal ganz kurz ein bisschen durch. Fornberg. So. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Fumskaffipse. Fumskaffipse ist mir persönlich auch mal ein Anliegen. Okay, wenn ich jetzt hier in die Quest gehe, habe ich dann die Quest für hier? Haben wir nicht... Wir hatten noch die Aufgabe, dass wir hier 3 Rehe fangen sollten. Wo ist denn die Quest hin? Die sehe ich hier... Nein. Die sehe ich hier jetzt gar nicht mehr. Wir sollten hier 3 Rehe sollten wir schießen für die Jägerin. Oder ist die... Hat die gesagt, nö. Warte. Da war das Questlog nochmal gerade, was? Ah, okay, scheiß drauf. Inventar. Genau, wir hatten die Quest in der Tasche, aber wir hatten die Quest auch... Sammelobjekte. Eine milde Jagd. Ein Jäger in Formberg verlangt 3 Geweihe, genau. 3 Geweihe als Beweis seiner Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen hier nochmal 3 Rehe schießen schnell. Irgendwo, ich weiß noch nicht genau wo, ich kenne mich ja auch nicht so gut aus. Wir sind ja auch noch nicht so rumgelaufen, so groß. Und wir haben hier noch ein paar Sachen. Ein Fahrrad. Wir hatten hier noch ein paar Sachen, die wir noch durchgehen wollten. Ne? Erstmal wieder ein bisschen orientieren, das dauert immer so ein bisschen. Der ist nicht synchronisiert. Ich würde hier auch gerne alles synchronisieren und natürlich auch die Sachen einsammeln, aber ich würde dann auch questmäßig gerne weiterkommen. Alles in allem wird es ein bisschen dauern, fürchte ich. Was? Okay, komme ich da... Komme ich hier irgendwie... Ich muss nochmal auf der Karte gucken. Komme ich da irgendwie raus? Wir sind jetzt hier hinten irgendwo. Wir müssten hier aus der Meerenge auf die andere Seite. Okay, aber hier ist noch was. Ich weiß aber nicht genau, ob wir da überhaupt hinkommen. Empfohlene Stärke 1, also das, ja, inzwischen dürfen wir alles zeigen, das Spiel ist ja raus.
Das Spiel ist rausgekommen, wir haben jetzt gar keine Limits mehr. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da oben hinkommen. Da. So. Ich glaube, da kommen wir ziemlich zügig hin. Das Gebiet habe ich nach 12 Stunden komplett erkundet verlassen. 12 Stunden, sagst du? Das wird schon stolz, glaube ich. So. Na los, hoppala. Das schaffst du lockerla. Dann hier nochmal hoch. Da oben ist noch eine Brücke zu irgendwo. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auf die andere Seite vom Berg. Da müssen wir nicht immer rumlaufen. So. Hier hat jemand Rast gemacht. Was ist denn hier? Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. War mal erster Freier? Heißt der Typ wirklich erster Freier? Also Freier wie bei einer Hure? Sexarbeiterin. Sendschreiben einer Jungfrau. Grüße, tapferer Krieger. Kommet meinen Kamm zu suchen. Verloren liegt er in tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibet, heißt das Blut. Verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich am rauschenden Fluss. Dem Helden winkt zum Lohn. Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. Okay, Freier wahrscheinlich wie Hochzeit dann eher, oder? Da gibt's ja nicht nur. Da gibt's ja nicht nur die einen Freier, es gibt ja auch die anderen. So, sprecht, meine Dame, was ist denn los? Ich glaube, ihr habt ein paar Stellen übersehen. Wonach suchen diese Männer? Nach meinem Kamm. Wer ihn findet, gewinnt einen Abend in meiner Gesellschaft. Willst du mitmachen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Die sieht aus wie der Psychopath bei Until Dawn. Ich werde es sein, der ihn findet. Naja. Das ist Wasser. Naja. Das ist tödlich. Oh, das scheint sehr, sehr kalt. Wow, was? Er muss hier doch irgendwo sein. Wir kriegen Damage? Im Wasser? Bleibe ich hier drin, erstarre ich zu Eis. Wir könnten es aber schaffen, ne? Also, Held sieht gut aus. Na los. So, Leute, gar kein Problem. Ich wette, das war's wert. Gib dem Typen den Kamm. Was? Kann man das überhaupt? Geht gar nicht. Also euer Ei verehrt euch, aber... Und ich hab da ewig gesucht. Achso, ich hab einfach nur... Ja. So. Ich glaube, das ist deiner. Stellt die Suche ein. Die Gewinnerin hat meinen Kamm gefunden. Gut, der Preis dafür, meinen Kamm zu finden, ist etwas Zeit mit mir. Wow. Ein Spaziergang oder auch mehr, wenn unsere Unterhaltung es nahelegt. Verstehe. Nach dir. Du wirkst anders als die, die sich sonst auf mein Spiel einlassen. Du hast eine Schwere und eine Zartheit. Zartheit? Die anderen sind wie Keulen, stumpf und plump. Du bist graziler, wie ein Messer. Ist dein Verlangen so stark, dass jede Dahergelaufene dir genügt? Einst war ich verheiratet. Mein Alfie ist vor 5 Wintern gestorben. Unsere Ehe war perfekt. Ich brauche keine neue. Doch soll ich den Rest meines Lebens ohne Liebe und Zuneigung verbringen? Ich denke nicht. Und der Kamm? Ob Kamm, Brosche oder Armreif, ist egal. Solange ich es verlieren und eine helfende Hand es finden kann. Schon etwas Interessantes erlebt dabei? Einmal dachte ich, derselbe Mann wäre mir dreimal begegnet. Da hatte ich Angst. Doch es waren Drillinge.
Ich glaube, sie hat nicht nur den Gürtel, sie hat den Gürtel. Wenn dieser Kamm dir nichts bedeutet, was soll ich damit tun? Behalte ihn. Kämm dein Haar. Oder lass es von mir kämmen, wenn du magst. Mein Haar kämmen? Ist es das, worum sich diese Männer streiten? Ich könnte mehr tun. Ich könnte alle Knoten und Spannungen finden und sie lösen. Wenn du willst. Ja. Also da muss ich leider im Rahmen des Let's Plays, ja, im Rahmen des Let's Plays, damit wir auch alles vom Spiel zeigen, ja, das tut mir furchtbar leid. Wir haben halt echt viele Haarknoten. Meine Schultern sind verspannt und mein Haar ist struppig. Ja. Diese Knoten könnten eine zarte Hand gebrauchen. Dann lass mich. Zarte Berührung, harte Stimme. Das hat Spaß gemacht, Eivor. Behalte den Kamm als Erinnerung. Danke, Biel. Du hast Knoten gelöst, an die ich selbst nicht herankomme. Ja, und wo ist die Sexszene? Okay. Nein, es ging nur um Haare, Leute. Es ging nur um Haare und Knoten. Was? Okay. Es ging um Haare und Knoten, Leute. Und nichts anderes. Die Frage ist nur, welche Haare, an welchen Stellen. Ich meine, Wikinger waren doch bestimmt haarig. So. Man weiß ja nicht genau. Achselhaare, Rückenhaare. Nein, es ist kein Witcher 3. Nein, nein, nein. So. Kann man den Kamm wegen Betrug wieder zurückschmeißen? Ja. Obwohl ich zugeben muss, Moment, das ist jetzt... Also, jetzt mal ganz kurz Real Talk, ja? Ohne Notgeilheit oder sonst irgendwas. Ich finde, tatsächlich... Das Spiel ist halt sehr brutal. Generell, Assassin's Creed geizt ja nun nicht mit Meucheleien, Todesursachen und so weiter. Ich finde, auch so ein Thema könnte man eigentlich ruhig erwachsener behandeln. Oh. Oh, der ist schon tot. Stimmt, ich habe den Kurzbogen. Diesen sehr schnellen Kurzbogen. Rentiergeweiht, jetzt brauche ich auch neue Pfeile. Ich brauche neue Pfeile. Shit. Ich hole mal kurz im Dorf Pfeile. Weil Leute ja so gerne Assassin's Creed wegen dem nordischen Thema, ab und zu kommt es vor, dass es mit Witcher verglichen wird. Ich finde, Witcher hat das zum Beispiel sehr geschmackvoll gemacht mit den Szenen, auch wenn die sich oft wiederholen. Also da gibt es nicht so viel Abwechslung, aber das finde ich zum Beispiel sehr geschmackvoll. Okay. Ja, vor Cyberpunk habe ich Angst, was das Thema angeht. Da wird bestimmt gebimst ohne Ende. Gebimst ohne Ende. Alles. Da wird... Monetarisierung kann ich gleich auslassen. So, warte, ich hole kurz Pfeilen. Pfeilen. Ich hole kurz Pfeilen. Für meine Fingernägel. Pfeile. Wo? Muss mit der Steuerung erstmal wieder ein bisschen... Üben ein bisschen, ab und zu mal. Haben wir denn hier irgendwo Pfeile? Schimmeret Ferda? Hey, Astler. Hier gibt es relativ wenig Feinde, ne? Komm schon, Würfeln hat noch niemandem geschadet. Doch, dir, letzte Runde, falls du dich erinnerst. Sag mal, gibt's denn hier keine Pfeile? Wenn ihr irgendwo Pfeile seht, sagt Bescheid, ne? Na, meine Feine?
Nur Pfeiler, keine Pfeile. Hm. Was ist denn hier los? Wahrscheinlich eine Demo. Hier kann man saufen, aber da fehlt der Typ. Es gibt hier keine Pfeile, ich brauche Pfeile. Was ist denn hier? Hä? Okay. Einfach mal chillen. Aber wirklich. Oben rechts ist eine Pfeife. Ja, wir brauchen keine Pfeifen, wir brauchen Pfeile, Leute. Und vielen Dank. Da kannst du untertauchen. Ja, nee, hier nicht. Dann wird ja auch untertauchen da stehen, nicht interagieren. Das war einfach komisch. Okay, ich finde hier gerade keine Pfeile. Vielleicht könnten wir mal probieren, da das hier dieser Kurzbogen ist, kann ich nicht im Inventar einfach sagen, also der Kurzbogen ist eh... Ich mag den anderen lieber, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den Hunnenbogen lieber. Den können wir sogar noch verbessern. Aber da warte ich noch auf den richtigen Bogen. So. 12 Pfeile haben wir jetzt, alles klar. Da hätten wir gleich wechseln können. Hätte ich mal dran gedacht. Oder ihr. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, das haben wir doch gesagt, Gronkh. Das war unsere erste Idee, die uns kam. Ich warte nur drauf. So, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, aber du kannst immer Köche upgraden. Diese Pfeilarmut am Anfang nervt. Ja, ich würde mir auch gern selber welche craften. Das war die erste Idee, die wir haben, die wir hatten. Haben wir doch gesagt, Gronkh. Das haben wir doch gesagt. War doch klar. Ach, schön. Und deswegen streame ich so gerne. Sich von Klugscheißern beleidigen lassen, ist mein Lebensinhalt. Oh. Sehr vertrauensvoll neben der Leiche von dem anderen. Ist doch die Leiche, ne? Ja, sieht sehr leichig aus. War wahrscheinlich der Partner. Wie konnte man auch nicht drauf kommen? Wir hatten dich dahingehend informiert. Oh, hier ist Ende. Ah, hier ist Ende. Wir sind am Ende der Simulation, glaube ich. Wer schreit denn hier so? Muss ein Fuchs sein. Gebiet nicht verfügbar. Ja. Entschuldigung, wir gehen gleich wieder zurück. Wir sind am Ende der Simulation angekommen. Zumindest von Norwegen. So. Und das wäre das dritte Geweih. Huch! Hier legt noch einen schönen Breakdance hin. Okay. So. Das ist das dritte Geweih. Wir müssten es also eigentlich... Eigentlich haben wir die Quest gelöst, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die noch haben. Ich wusste schon immer, dass Norwegen nicht real ist, sondern eine Simulation. Ja, wie kann ein Land so schön sein? Wie kann ein Land so schön sein wie Norwegen? Genau wie Neuseeland, das gibt es bestimmt auch nicht wirklich. Das ist genauso simuliert wie der Mond. Das weiß man. Eins fehlt noch? Ne, drei. Drei Geweihe brauchen wir, ne? Sag mal her, wir brauchen nur drei und wir haben drei geschossen. Ich habe nicht geachtet, dass wir auf das kriegen. Oh, tatsächlich. Zwei, okay. Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Entschuldigung. Wieso hatte denn der zweite kein Geweih? Was fällt denn dem ein? So. Neuseeland wurde nur für Herr der Ringe gebaut. Davor gab es das gar nicht, ne? Ist mir aufgefallen. Seit Herr der Ringe alle so Neuseeland, Neuseeland, Neuseeland. Davor nie ein Wort davon gehört. Und ich glaube, Kim.com hat es erfunden. Ha,
Ja, beruhig dich mal ein bisschen, ja? Ich würde ja auch ohne Murren hochklettern. Gar kein Problem. Leider habe ich da keine Zeit für, ja? Also beschwer dich mal nicht. Okay. Wo geht's denn hier hin? Natürlich ist Norwegen eine Simulation, das sieht man doch. Oh Gott, ich liebe das. Ich krieg, ganz ehrlich, bei diesen neuen Spielen, ne, kriege ich so oft Fernweh. Mit dieser majestätischen Landschaft, obwohl bei Skyrim auch. Ich krieg da so oft Fernweh. Aus irgendeinem Grund immer bei Schnee und Bergen und so Aussicht und sowas. Ich weiß nicht warum. Da waren noch welche vorhin. Da? Der ist aber nicht ausgewachsen, oder? Plot Twist, er wird's auch nicht. Was? Hirschhuf. Der hat Hufe. So, warte. Ich glaube, ich gucke mal auf der anderen Seite. Das dauert mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Und das Gebiet ist zu eingeschränkt. Papa, Papa! Geht's dir noch gut, Papa? Papa, warum wirst du so kalt? So. Entschuldigung. Bisschen Dramatik hier einflechten. So. Aus dem Weg. Ja. Das arme Ding. Keine Sorge, das war nur adoptiert. Die haben es ihm nicht gesagt. Wird immer schlimmer, ich weiß. Das wird immer schlimmer. Bitte hört nicht auf mich. Ich mache jetzt Folgendes. Ich schnapp mir jetzt ein Bötchen. Dann ruder ich zum nächsten Aussichtspunkt und wir nehmen das nächste. Entschuldigung, wir nehmen das nächste Geweih einfach irgendwo mit. Ich muss jetzt nicht hier die ganze Zeit nur rumhängen, um diese Quest zu machen. Abfahrt! Abfahrt! Das schönste Land ist der Hinterhof vom hessischen Anwesen. So. Stimmt etwas an. Ah. Was ist das denn? Da, 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 da. Ocean steed, my words gain wing. Oh, the speed I thought will bring. The noble deeds thine honor. The brave man slain, Valkyria waits. Reward for strain to Valhöll takes. Then horns resounds the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear. Each man gets his fated share. A blood-red surge, the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. The beaten blaze, no trail of red. Clothing gaze upon the dead. And horns resounds the mighty hall. For those who fight and those who fall. Es ist so gut, Ivan, ne? Es ist so gut. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty hall.
For we who fight, for we who fall. Gut. Rückwärts ausparken. So. Einer müsste beim Rückwärts ausparken noch piep, 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 piep machen. Okay, dann schauen wir kurz. Welt. Wir müssen hier oben rechts rumfahren. Hier, die Goldene müssen wir auf jeden Fall holen. Und ich will die Teleportpunkte haben. Ich hoffe, das ist für euch okay. La dam da 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 dam da 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 rum pam 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 pa. Da oben müssen wir hin. Dahin führt uns unser Weg. Mit der Einhorn-Regenbogen-Kombi wäre das nicht passiert. Ah, naja, naja. Okay. Schaust du eigentlich noch Tests zu spielen, wie den von GameStop zu Valhalla? Nein, mache ich gar nicht mehr. Ich mache mal meinen eigenen Eindruck. Ich traue inzwischen keinen Steam-Reviews mehr. Ich traue keinen subjektiven... Was? Und diese... Ich bin ganz ehrlich, diese Berichte sind mir auch ein bisschen zu subjektiv. Wie auch dieser Stream hier subjektiv ist, aber man kann sich das Spiel ja selber angucken. Ob es einem gefällt oder nicht. Ob man das selber spielen will oder nicht. Kommen wir überhaupt raus? Was soll das werden? So, kann ich jetzt hier einfach sagen... Ich will raus. Und dann müssen wir irgendwie da oben hoch. So. Also ich weiß jedenfalls, ja, ich weiß jedenfalls ganz unabhängig. Nur weil ein Spiel jemandem, ob das eine Redaktion ist, ob das ein Let's Player ist, ob das sonst irgendwas ist, nur weil es ihm vielleicht nicht gefällt, heißt es noch lange nicht, dass es mir nicht gefällt. Umgekehrt aber genauso. Nur weil es dem gefällt, heißt es noch lange nicht, dass es mir gefällt. So, das ist immer sehr subjektiv, ob man selber Spaß daran hat. So, da haben wir noch was. Wir sind gleich da. Pünktlich zur Nacht. Ja, hier ist es nicht. Oh Gott. Ist es eine gute Sache? Ist das gut, was ich hier gerade mache? Das ist wahrscheinlich nicht der gewollte Weg, ne? Aber ich meine, es ist Assassin's Creed. Jeder Weg funktioniert irgendwie. Das hier ist der gewollte Weg, glaube ich. Ah, hallo. Ja, das nehme ich aber auf jeden Fall mit. Das klingt ja so komisch, ne? War heute voll geschockt, als ich dich als Bösewicht in Legion enttarnt habe. Was heißt Bösewicht? Der ist einfach nur missverstanden. So ein lieber Mensch. Der will die Sicherheit der anderen, stellt er über seine eigene. So ein Guter. Kommen wir hier hoch an den Eiszapfen? Okay, an Eis kann man... Ich verstehe, warum. Alter. Da müsste es hochgehen. So, warte. Ja, das ist keine gute Idee. Da müssten wir hier... Nein, 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 nein. Ganz vorsichtig hier entlang. Oh Gott. Oh Gott. Geschafft.
Ich springe hier nicht runter. Hier ist nirgends Stroh. Kann ich in Schnee runterspringen? Ist das eine gute Idee? Ist keine gute Idee, ne? Hier ist... Aber da ist... Guck mal, da ist... da kann ich abbauen. Oh Gott, auf Eis landen. Ausnahmsweise springen... Nein, nein, nein. Ausnahmsweise springe ich mal nicht runter. Wir werden genug Gelegenheiten haben. Ihr wollt mich nur sterben sehen. Im Spiel, hoffe ich. So. Guck mal, hier springe ich jetzt runter. Ja! Todessprung. Das war fast genauso gut. Hier ist alles knüppelhart. Den Todessprung lernst du ja später. Nein. Nein, ich glaube, da... bist du einer Fehlinformation aufgesessen. Wir können den Todessprung sehr wohl. Und haben ihn bereits performt. Und zwar mit Güte und Klasse. Oh. Ah, das wäre der Weg gewesen, wa? Aber das Schöne ist, wir sind nicht festgelegt auf dem Weg. So, okay. Eisen müssen wir auf jeden Fall immer sammeln. Eisen erst plus 2. Nice, lohnt sich richtig. Hier hinten wäre noch was, aber ich würde erstmal hier gucken. Die Punkte würde ich mir gerne anschauen. 938, okay. Das ist also ziemlich gleich in der Nähe. Ja. So. Was war das denn? Du sollst darüber laufen. Hä? Hä? Oh, es ist eine Seilrutsche nach unten und die rutscht direkt nach unten, ne? Die klettert nicht rüber. Na gut. Na gut. Also schläft Ivent während seiner Wache. Das erklärt einiges. Ja. Und ja, ich will die Punkte mitnehmen, weil hier immer kleine Storys hinterstecken. Das ist nicht irgendein Zettel, den man findet, sondern das sind schon, ne? Also gut, ich nehme auch Zettel mit, damit, wenn wir den finden. Mein Freund. Ivent! Wach auf, oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Wegen ihm kamen nämlich die Attentäter ins Dorf. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandler. Schlafwandelt der etwa? Sie sind überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Darf nicht einschlafen, muss sehen, ob sie kommen. Wie ich Montagmorgens. Ivan, wach auf! Du läufst auf eine Kante zu! Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Sturm! Zieht auf! Ach, auf einmal ist er wach. Ivan, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf, ja. Aber immerhin lebst du noch. Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst, und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst. Und schlafe, wenn du im Bett bist. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Der traumwandelnde Krieger. Wow, wie der da abgeht. Prima. Prima. Du läufst auf eine Kante zu, ich ersteche ihn vorher. Ich wollte ihn ja nicht, ich wollte ihn nicht erstechen, ich wollte ihn wach machen. Ich wollte ihn nur ein bisschen wachkitzeln. Okay, da gehe ich mal nicht runter.
Ganz kurze auf der Karte. Welt, hier drüben wäre noch was. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. 460 Meter, ganz ehrlich, das ist ja gleich um die Ecke. Das ist ja direkt hier. So. Klimper, klimper, klimper. Schön mit dem Himmel. Ja, das ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja quasi schon hier. Fertigkeitspunkte machen wir gleich. Wir werden erstmal ein paar kriegen, wenn wir die silbernen Dinger machen und so. Ich glaube, mit Fertigkeitspunkten werden wir so ein bisschen zugekackt, weil der Fertigkeitenbaum so riesengroß und verzweigt ist, dass man den sehr feintunen kann, glaube ich. Ein Fertigkeitenpunkt, da macht er vielleicht nicht viel Unterschied. Aber auf Masse gesehen werden wir natürlich immer besser. So. Wir sind schon gleich da. Und ich frage mich, ob es möglich ist, den gesamten Skilltree aufzudecken. Den gesamten. Alle Skills mitzunehmen. Oder ob man dann irgendwann zu over wird. Ja, komm. Der Weg ist wirklich zu lang. Ich hoffe, wir kommen hier hoch. Wenn wir jetzt links rumrutschen. Das mit dem Pferd hat nicht wirklich geholfen. Aber... was ist das da? Hab zu viel Zeit reingesteckt? Ja, ist möglich. Boah, dass Leute das jetzt schon haben, ist krass. Das ist krass. Wie sie ins Hang? Okay. Da komme ich auch durch? Die Antwort ist wohl ja. Also ich nicht, aber sie offenbar. Wir müssen eh hier rein. Na, sieh mal einen an. Ja, gut, direkt gefunden. Nice. Wenn du Bären suchst, muss ich dich enttäuschen. Wir leben keine. Aber ich habe ein besseres Angebot als eine Jagd. Wenn du ein echter Dränger bist, jemand, dem Ehre wie Sonnenlicht durch die Adern fließt, so sollst du mir helfen, mein Schicksal zu erfüllen. Ach, Erik. Was ist nur aus dir geworden? Früher stolzer Let's Player und Streamer und jetzt sieh dich an, Erik. Ist er grau geworden? Hat er etwa graue Haare bekommen? Ach, dieser Erik. Warum sieht der auch noch so aus? Hast du abgenommen und zugenommen? So. Mit zittriger Hand geschriebener Zettel. Mein König, ich hoffe, meine Worte fliegen zu dir nach Valhall. Ich verbleibe in Midgard. Als einziger der Drängier bin ich in unsere Heimat zurückgekehrt. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Eine Totengrube könnte nicht lebloser sein. Helheim wäre ein trostvollerer Ort. Ich gelobte dir mein Leben an. Schicke mir nun einen guten Tod. Erik. Oh, der arme Erik. Erik, was denn los, hm? Was ist nur aus dich geworden? Sieh dich an. Wow, was für eine Gegenüberstellung. Du bist doch kein Dumm. Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lodbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur 6 von uns sind übrig. Seine treuesten Drängier. Aber ohne seine Stärke und Führung
sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer. Sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Genau. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Nein! Roter Schädel. Roter Schädel ist nicht gut, wir sind tot, ne? Wir werden jetzt sterben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden sterben. Wir werden jetzt sterben. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lodbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drängier erhebe ich meine Klinge. Alter, ich kann nicht mal ausweichen. Alter, was? Ich weide deine Leiche aus! Ja, das machst du wahrscheinlich wirklich. Holy shit! Jetzt geh schon zu Odin! Boah, das mit der Ausdauer ist immer hart. Oh, alter Junge, beruhig dich mal. Verfluchter Scheißhaufen! Hä? Du musst mich nicht beleidigen, ich helfe dir gerade. Deine Zeit ist um! Mist. Oh, das mit dem Ausweichen. Oh, ich hab nichts mehr. Doch. Boah. Dein Können und Wagemut ehren. Das ist alles, was zählt. Wirst die Würmer nähren. Wo läuft der hin? Ich weide deine Leiche aus! Shit, ich kann nicht ausweichen. Das mit der Ausdauer ist so hart. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab nichts mehr. Alter, willst du mich verarschen? Nicht verfügbar. Ja, der ist schon okay. Aber wir holen es ihn noch. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber wir holen es ihn noch. Letzten Spielstand laden. Wo ist unser letzter Spielstand? Da liegt Essen. So. Naja. Das Schlimmste ist die Ausdauer. Wenn die Ausdauer weg ist, kannst du nicht ausweichen und du kannst gar nichts mehr machen. Wo sind wir denn jetzt? Am Ende von der Quest. Okay, wir holen es dir nochmal. Es ist einfach so, der Erik, ja, ihr kennt das ja, der Erik ist einfach zu gut. So ist es eben. Da kannst du nichts machen. Wenn der Erik zu gut ist, Erik hat den Kampf gewonnen. Ja. Fangt Muri mal Erik One-Hit weg. Oh, ach krass. Ja gut, aber wir holen ihn mal. Du warst weiter als ich beim ersten Mal, aber du hattest noch die Sonder? Okay, wir holen es dir noch. Aber ich mache das nicht jetzt, wir machen das ein bisschen später. Wir holen uns den armen Erik aber noch. Wir könnten das schaffen, aber ich würde mich da jetzt dran festbeißen wahrscheinlich. Und ich würde es zu hart wollen, ich werde zu durstig, ich kenne das. Und dann, ja. So. Erik gewinnt den Kampf auf jeden Fall, ist einfach so.
Wahre Geschichte. So. Dann holen wir uns mal dieses hier. Ich weiß, unser Boot liegt gerade da oben irgendwo. Wobei, ich glaube, es ist egal, wo das Boot liegt, ne? Ich sehe, mit dem Speer ist das ja viel einfacher. Ja, 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 das denkst du. Das sieht immer einfach aus. Ach so, ich dachte gerade. So, wir müssen da oben hin. Es liegt daran, dass wir unsere zwei Fertigkeitspunkte nicht haben. Nach dem 20. Versuch habe ich ihn bekommen. 20. Versuch, okay. Ja, wie gesagt, also wir könnten es schaffen, aber ich will mich jetzt nicht unbedingt dran festbeißen. Ich habe immer im Hinterkopf, im Stream können wir das zelebrieren, wenn wir fröhlich sind. Aber ich habe immer im Hinterkopf, dass dann die Folgen auf YouTube kommen. Und dann hast du quasi 5 Folgen lang nur den einen Kampf. Schwierig. So. Muss nur gut dodgen. Ja, ausgewichen bin ich auch nicht. Muss auch gerade erstmal wieder in die Kämpfe reinkommen. Wir hatten noch nicht so viel Gelegenheit, diese Runde. Weil ich gerade hier hinterherjage. Aber ich will heute natürlich nicht nur Pünktchen sammeln. Wir werden ab und zu mal nach Norwegen zurückkehren. Ich werde es Norwegen nicht in einem Ding durchziehen, glaube ich. Ich würde auch gerne mal wieder nach England zwischendurch. Und da unsere Sachen machen. So. Da. Wahrscheinlich ist das Ding unten irgendwo im Tal. Und ich kletter hier gerade über den Berg. Oh. Hätte ich mal nichts gesagt. Oh, oh, oh. Die springt immer so motiviert runter überall. Da habe ich immer Angst, dass sie gleich in die nächste Schlucht fällt. So. Let's go. Let's go! So. Findest du Valhalla besser als die Vorgänger? Kann ich noch nicht sagen. Spielt sich genauso gut, süchtet mich genauso an. Aber Valhalla ist das erste Assassin's Creed, wo ich endlich verstehe, warum Leute, die Assassin's Creed damals gefeiert haben, die Sache mit dem Animus so vermisst haben. Um das mal höflich zu sagen. Habe ich gerade Wölfe gehört? Es ist das erste Assassin's Creed für mich, weil ich erst seit Origins angefangen habe, das mir den Animus auch näher bringt. Ich könnte schwören, ich habe Wölfe gehört. Na, ihr dampft aber noch die Schüssel. Lesen. Angesenktes Papier. Diese Einfältigen aus Vornberg sagten, ich sei verrückt, aber sie werden vor Kjötvis Klinge fallen. Mein Hort ist sicher versteckt. Um den zu bekommen, werden sie durch Feuer gehen müssen. Naja, boah. Proviant ist voll, okay. Da draußen. Oder da unten. Warte mal, hier liegt noch was. Achso. Für den Animus-Kram immer total dämlich. Habe ich auch immer gedacht. Ist aber nicht so. Ist ganz anders sogar. Eigentlich war eine super geile Sache. Wenn man das jetzt noch richtig umsetzt. Sag mal, okay, da komme ich nicht durch. Gibt es da irgendein Fenster, wo ich was mit einem Pfeil vielleicht zerstören kann? Kann ich irgendwo durchgucken? Okay, über die kommen wir natürlich auch nicht rüber, weil es Spitzen sind. Ich muss mal ganz kurz gucken. Achso. Okay, dahinter blockt aber... Ich sehe nicht, was dahinter was blockt. Huch. Dahinter ist immer nichts, ne?
Nee, ne, das wird nicht gehen. Deckt das die Versicherung ab? Entschuldigung. Passiert aber nichts, ne? Warte mal. Ich bin raus. Ciao. Huch. We wish you. Okay, warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Ich bin. Ganz kurzer Aussetzer. Ah, nee, mit der Maus geht ja nicht, ne? Warte. Ja, das müsste gehen. Kann ich jetzt hier noch? Nee, okay, geht nicht. Warte eine Sekunde bitte. Ja, warte. Ist das nicht schön, dass die Menschen sich wieder wärmen können in diesen kalten Tagen? Ist das nicht schön? Geschenke, Leute! Weihnachtsgeschenke! Okay, das habe ich verdient. Das habe ich wahrscheinlich verdient. Ich piss auf euer Haus, um es zu löschen. Um es zu löschen. Ah, schön. Okay, warte kurz. Wir machen gleich weiter. Jetzt noch ein Glas Milch. So. Oh! Der Stern von Bethlehem! Schnell, wir müssen los! Oh. Myrrhe und Weihrauch, Leute! Myrrhe und Weihrauch! Okay, jetzt hört's aber auf. Oh. Oh, wie schön! Des Hauses schwanden. Da war Weihnachten vorbei. Oh. Ho, ho, ho. So. Gut, okay, was soll ich? Ich mach wieder aus. Ich mach die Weihnachtsmusik wieder aus. Huch. Kann ich kurz hoch? Ja. Ich kann aber nicht weiterspielen, wenn die Maus nicht im Bildschirm ist. Interessant. Okay. Ich muss mit der Maus wieder rein. Erst dann kann ich weiterspielen. Das war echt schön, ne? Leute, ich bin ganz ehrlich, diese brennenden Häuser, das macht mir Sorge, dass die mir so ein schönes Weihnachtsgefühl geben. Ich mache mir da langsam Sorgen um mich selbst. Und der Stern von Bethlehem.
Ich meine, siehst du selber, es ist noch Nacht und da drüben. Das ist doch kein Zufall. Das ist kein Zufall. Jetzt ist er. Nee, da ist er wieder. Irgendwie darüber. Oh, die Musik, ne? Ist zwar keine Weihnachtsmusik, aber trotzdem. Okay. Nase juckt. So, oh, Met. Ich wollte heute Met trinken eigentlich. Oh, wow. Du willst mich doch verarschen. Kriege ich denn von hier aus? Nee, ne? Der ist zu weit weg. Wieso gebe ich mir die Mühe und klettere überall hoch? Wo ist denn der Hirsch? Warte kurz. Zu weit entfernt. Hier muss ich noch treffen. Kann es sein, dass es keine gute Idee ist, ihn abzuschießen? Was? 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 Ach so! Alter, der ist doch noch schlimmer als Erik! So, warte, warte, warte. Mal gucken. Das ist schlimmer als Erik. Hier Pfeile. Oh, ich habe nur noch einen Pfeil. Das ist nicht gut. Oh, Junge, Junge, der wird sauer. Mächtiger Hirsch. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Schlaf schön, Rudolf. Rudolf the red-nosed reindeer died bitterlich in the snow. Entschuldigung. Der lief besser als Erik. Das hat gut funktioniert. Das Bambi-Ende kannte ich gar nicht. So, das Köpfchen haben wir mitgenommen, aber der hat es noch dran. Komischerweise, verstehe ich nicht. Das war echt ein schönes Tier. Das war wirklich ein schönes Tier.
Aber wir können uns alle darauf einigen, dass wir uns gut schmecken. So.